Hallo, mein Thema soll heute sein Dämmung von Rohrleitungen in der Hausinstallation. Es werden in der Hausinstallation die Heizungsleitung, Warmwasserleitung, Zirkulationsleitung, aber auch die Kaltwasserleitung. Leitungen werden isoliert. Bei der Heizung, Warmwasser, Zirkulation, man will ja die Wärmeverluste verhindern. Und bei der Warmwasser- und bei der Zirkulationsleitung muss man auch die Hygieneanforderungen einhalten. Bei der Kaltwasserleitung, Kaltwasser ist ein Lebensmittel, Kaltwasser soll kühl sein. Also wir müssen verhindern, dass die Wärme an die kalte Wasserleitung gelangt. Wir müssen das Kondensatwasser verhindern, das heißt, wir wollen ja keine Tropfsteinhöhle haben. Wie ermittle ich den richtigen Dämmstoff für die Rohrleitung? In den meisten Fällen werden diese Kautschukschläuche über die jeweilige Rohrleitung geschoben. Es sind geschlossenporige dieser Kautschukschläuche. Wichtig ist jetzt, ich muss die Wärmedämmschichtdicke ermitteln, Delta, und die jeweilige benötigte Wärmeleitfähigkeit. Ich habe hier einmal in dieser Tabelle eingezeichnet, das sind die Mindestanforderungen. Ich habe hier einmal gewählt eine 15x1 Kupferrohrleitung, die ich dämmen möchte, bei einer Leitfähigkeit Lambda von 0,035. Jetzt kann ich in meine Tabelle gehen, 15er Kupferrohr, die Leitfähigkeit, und kann jetzt Delta, die Wärmedämmschichtdicke, ermitteln, 20 mm. Das heißt, für meine Rohrleitung 15x1 mm Kupferrohr bekommt eine 20 mm starke Dämmschicht. Ich habe jetzt insgesamt 55 mm Dämmung. Das ist sehr, sehr wichtig im Vorfeld, bevor ich eine Rohrleitung installiere. Ich muss die jeweiligen, zu dem jeweiligen Gebäude, zur Decke, zur Wand, wo auch immer, auch die Rohrleitung untereinander so verlegen, dass ich die Rohrleitung isolieren kann. Jetzt zur Kaltwasserleitung. Ich muss noch eins dazu sagen. Bei Heizungswasserzirkung, da wird es so gehandhabt, man geht immer vom Innendurchmesser der Rohrleitung aus. Bei der Kaltwasserleitung ist das uninteressant. Bei der Kaltwasserleitung geht man immer von der Einbausituation aus. Und ich habe hier einmal aufgezeichnet, bei der Delta, also der Wärmedämmschichtdicke, bei einer Lambda-Wärmeleitfähigkeit von 0,040 Watt. Da habe ich hier Rohrleitung frei verlegt in nicht beheizbaren Räumen, 4 mm. In beheizten Räumen, 9 mm. Ohne eine warmgehende Leitung im Kanal verlegt, 4 mm. Neben einer warmgehenden Leitung verlegt, im Kanal, 13 mm. In Mauerschlitzen, in Steigleitungen, 4 mm. Und Wandaussparung neben warmgehenden Leitungen, 13 mm. Und auf einer Betondecke, wie gesagt, 4 mm. Ich möchte noch darauf eingehen, wie geht man damit um, wenn man diese Kautschukschläuche wie sollte man sie verarbeiten und wie geht es am einfachsten? Ich wollte noch kurz darauf eingehen, wann und wie bringe ich meine Isolierung auf, diese Kautschukschläuche. Man sollte diese Isolierung, während man die Rohrleitung montiert, schon aufbringen. Ich habe hier einmal Kupferleitung gewählt, Bogenwolle gelötet bzw. wurde gepresst. Ich habe solche Klemmen genutzt, die Isolierung zusammengeschoben und konnte somit problemlos löten und pressen und jetzt, wie gesagt, den Kautschukschlauch hier drüber schieben. Um ein T-Stück sauber zu isolieren, ist es am besten, man nimmt solche, man schneidet sich solche Enden zu
und schleift diese Enden an und hat jetzt, ja, man kann jetzt die jeweilige Dimension in der Rohrleitung bzw. für die Rohrleitung ausstanzen. So, ich habe es hier einmal schon vorgearbeitet, ausgestanzt, eingeschlitzt. Jetzt schiebe ich die Isolierung über mein T-Stück und werde mit einem scharfen Messer oder habe mit einem scharfen Messer hier diesen Sattel ausgeschnitten und stecke das Gegenstück jetzt auf und habe das T-Stück sauber, ja, habe es sauber angepasst, denn es muss alles, alle Stöße, es muss alles verklebt werden. Denn Wasser, es darf kein Wasser eindringen. Wasser ist ja der Feind der Isolierung. Es heißt, nein, es ist so, Wasser hat eine 25 mal höhere Leitfähigkeit wie die eingeschlossene Luft in der jeweiligen Isolierung. Ich möchte anhand dieser Aufzeichnung noch einmal kurz auf die Dämmung der jeweiligen Rohrleitung eingehen. Ich hatte darüber gesprochen, Warmwasser, Zirkulationswasser muss Hygieneanforderungen entsprechen. Das heißt, Warmwasser soll den Speicher mit 60 Grad verlassen und mit 55 Grad wiederkommen über die Zirkulation. Denn bei 40 Grad vermehren sich Legionellen, 40 Grad Celsius, und ab 55 Grad Celsius sterben Legionellen ab. Die Kaltwasserleitung wird isoliert. Wir haben ein Lebensmittel, es soll frisch sein. Ja, man sagt, nee, es ist so, 15 bis 25 Grad Celsius. Wärmer soll das kalte Wasser nicht sein. An meinem Beispiel werde ich bei meinen 0,35 Watt auf dem Meter Wärmeleitfähigkeit bleiben, denn ich hatte diese Tabelle schon vorgestellt. Hier die Wärmeleitfähigkeit. Wir haben ja unterschiedliche Güten bei den jeweiligen Dämmstoffen und dementsprechend, was für eine Güte wir haben, fallen auch die Dämmstärken aus. Ich wiederhole mich noch einmal, ich bleibe bei 0,35 Wärmeleitfähigkeitsgruppe. Eine 12er Leitung, eine 15er Leitung, eine 18er Leitung und eine 22er Leitung werden mit einer Dämmschichtdicke von 20 mm gedämmt. Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 mm bis 35 mm werden mit einer Dämmschichtdicke von 30 mm gedämmt. Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser mehr als 35 mm bis 100 mm werden mit einer Dämmschichtdicke, das ist gleich der Innendurchmesser der jeweiligen Rohrleitung. So, das ist die Dämmschichtdicke der Rohrleitung. Rohrleitungen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 mm werden mit 100 mm Dämmschichtdicke gedämmt. Ausnahmen gibt es nur, wir können mit 50% kann gedämmt werden, in Deckendurchbrüchen oder im Kreuzungsbereich von Rohrleitungen. Das war es noch einmal kurz von mir. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal.